Die Renaturierungsverordnung der Europäischen Union ist ein dramatisches Beispiel für den Überregulierungswahn aus Brüssel. Die Renaturierungsverordnung zeigt eine Form der Überbürokratisierung in dem Sinne, in dem auf regionale Besonderheiten keine Rücksicht genommen wird. Und daher ist es aus unserer Sicht, aus der Sicht Österreichs, wichtig, hier ein klares Zeichen zu setzen und nicht zuzustimmen. Österreich ist ein Musterland, wenn es um Natur- und Umweltschutz geht. Der ist für uns an oberster Priorität. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass regionale Besonderheiten tatsächlich berücksichtigt werden. Die Renaturierungsverordnung erfüllt das alles nicht. Daher gibt es eben von österreichischer Seite aus keine Zustimmung. Geschätzte Damen und Herren, eines einmal vorweg. Ich stehe für eine Klima- und Umweltpolitik mit Augenmaß und mit Hausverstand. Wir stehen in Österreich für eine Politik der Anreize mit klugen Fördersystemen und nicht für eine Verbotspolitik. Wir stehen für eine Politik mit und für die Menschen. Und wir in Österreich haben hier im EU-Vergleich vieles vorzuweisen, das einzigartig ist. Ich möchte hier Beispiele aufzählen. In der Wasserwirtschaft. Wir investieren über 200 Millionen Euro in die Gewässerökologie bis 2027. Erst letzte Woche haben wir das größte Renaturierungsprojekt Europas unterschrieben, gemeinsam mit der Schweiz am Alpenrhein, Hochwasserschutz und Renaturierung auf 26 Kilometer Länge. 2 Milliarden Euro, über 2 Milliarden Euro werden wir investieren. Im Bereich der Landwirtschaft. Seit Jänner 2023 gilt die reformierte gemeinsame Agrarpolitik mit der Konsequenz, dass die Biodiversitäts- und Naturschutzflächen massiv ausgeweitet wurden. Von 150.000 auf 230.000 Hektar, das ist über 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das hat positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt, auf die Insekten, auf die Vögel. Das wird positive Konsequenzen haben. Wir sind das Land, das den höchsten Anteil an biologisch wirtschaftenden Betrieben hat, die anteilsmäßig größte biologisch bewirtschaftete Fläche in der EU mit 27%. Im Bereich Wald, Forstwirtschaft. Wir haben den Waldfonds geschaffen, um die Errichtung klimafitter Wälder zu unterstützen. Wir investieren da insgesamt 450 Millionen Euro, wir haben das Budget aufgestockt. Wir investieren in die Durchforstung der Wälder. Also wir setzen hier ganz klare Signale, die die Biodiversität auch in den Wäldern unterstützt. Die vorgeschlagene EU-Wiederherstellungsverordnung hätte massive Einschnitte zur Folge und massiv auch unverhältnismäßig negative Auswirkungen auf die Regionen, auf die Landwirtschaft und damit auch auf die Versorgung mit Lebensmitteln. Konsequenz wäre eine Verteuerung der Lebensmittelproduktion. Natürlich hätte das Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise, die würden weiter steigen. Und natürlich würde auch die Wirtschaft geschwächt werden. Die Wiederherstellungsverordnung bedeutet einen massiven Eingriff in die Souveränität Österreichs. Sie ist eine Verordnung, die in die Vergangenheit gerichtet ist und nicht in die Zukunft. Die Kommission schlägt beispielsweise allgemeine Ziele vor, 20% bis 2030, alle Flächen bis 2050, ohne genau zu spezifizieren. Und wir könnten aus heutiger Sicht überhaupt nicht abschätzen, wen das betrifft, was das für die Gemeinden bedeutet, was das für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft bedeutet. Zwei Beispiele. Die Mitgliedstaaten müssten verpflichtend ehemalige entwässerte Böden wieder vernässen. Wie viel es ist, wer da betroffen ist. Am Ende könnte es sein, dass hier die Versorgungssicherheit eingeschränkt wird, indem Flächen aus der Produktion genommen werden. Denn Wiedervernässung heißt, ich kann natürlich darauf nicht mehr produzieren, natürlich wieder mit Konsequenzen auf die Lebensmittelpreise. Im Forstbereich können wir den dringend notwendigen klimaangepassten Waldumbau nicht fortsetzen wie bisher geplant. Denn hier wird vorgegeben, die Baumartenwahl, heimische Bäume müssen eingesetzt werden. Wer weiß, ob das überhaupt möglich ist, ob wir da nicht neue Systeme, neue Mischungen brauchen in den Wäldern, bis hin dazu, dass wir, wenn wir die Verordnungen durchlesen, wir haben ein ganz strenges Forstgesetz, nachhaltige Forstwirtschaft in Österreich gelebt. Wir wissen nicht, wie wir das den Bauern erklären müssen, um dass sie weiter wirtschaften können auf einer derartigen Rechtslage. Also ein massiver Eingriff in die Forstwirtschaft. Wir haben da über 250.000 Arbeitsplätze, über 20 Milliarden Wertschöpfung. Also da geht es um sehr viel. Da geht es um die Wirtschaft, da geht es um die Leute, da geht es um den ländlichen Raum. Und darüber hinaus betrifft diese Verordnung auch die Städte und die Gemeinden. Das hat Einschnitte für die Raumordnung zur Folge, für die Stadtentwicklung. Und daher kommt ja auch der Widerstand der Ursprüngliche aus der Stadt Wien beispielsweise.
Aktuell gilt noch die einheitliche Länderstellungnahme der Bundesländer. Damit ist der Bund gebunden. Das gilt auch für uns. Und was die Zuständigkeit betrifft, so sagt die Gesetzeslage hier ganz klar, der Verfassungsdienst und alle Verfassungsjuristen und Experten, die Wiederherstellungsordnung betrifft auch den Wirkungsbereich meines Ressorts durch die Eingriffe in der Agrarpolitik, der Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft. Und damit bräuchte es ein Einvernehmen auch von meiner Seite. Und wie der Bundeskanzler ausgeführt hat, aufgrund der massiven Kritik, die wir haben aus den Bundesländern, aus den betroffenen Branchen, könnte ich dieser Forderung nicht zustimmen. Zur ersten Frage, viele Juristen, noch viel mehr Meinungen. Hier ist für uns die Rechtsansicht klar. Das Land- und Forstwirtschaftsministerium ist zuständig in dieser Frage. Es geht um die Frage der Renaturierung. Es gibt daher von unserer Seite aus keine Zustimmung. Es gilt, die Forst- und die Landwirtschaft in Österreich zu schützen. Lebensmittelversorgungssicherheit sind für uns ganz wichtige Themen. Wir haben gesehen in Zeiten der Krise, wie wichtig eine funktionierende Landwirtschaft ist. Wir werden nicht zustimmen, dass diese gefährdet. Und es zeigt, wie gesagt, diese Überregulierung von Seiten der Kommission, die nicht zielgerichtet ist, die nicht auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nationalstaaten eingeht. Und daher ist es unverantwortlich, hier tatsächlich auch dieser Verordnung zuzustimmen. Der zweite Punkt ist, wir haben einen guten Füllstand in den Speichern. Wir sind jetzt mittlerweile über 75%. Das ist für diese Jahreszeit sehr, sehr gut. Wir haben die strategische Reserve. Die OMV sagt, selbst bei einem Totallieferausfall russischen Gases ist die Gasversorgung sichergestellt. Das heißt, wir haben hier Vorsorge getroffen. Es wäre auf jeden Fall schlecht für die österreichische Landwirtschaft. Das kann auch nicht im Interesse der Umweltministerin liegen. Lebensmittelversorgungssicherheit, Möglichkeiten für Bäuerinnen und Bauern, Forstwirte tatsächlich noch zu wirtschaften, ist notwendig und aus meiner Sicht auch wichtig. Und Österreich hat jetzt schon sehr hohe Standards. Wer kann eben nicht 27 EU-Mitgliedstaaten über einen Kamm scheren? In Österreich wächst der Wald. Bei uns ist der Wald nicht gefährdet, sondern er wächst wie in anderen EU-Mitgliedsländern. Das heißt, man muss auf jedes Land besonders eingehen, man muss auf jedes Land achten. Das wäre vernünftig und daher können wir der Verordnung nicht zustimmen. Also die Themenlandschaft ist, glaube ich, hier sehr eindeutig. Zuständigkeit liegt hier im Land- und Forstministerium, aber bitte. Ja. Bei der gemeinsamen Agrarpolitik ist die Zuständigkeit hier klar. Natürlich geht es auch um Umweltmaßnahmen, aber wir haben das geprüft und sind dann zur Ansicht gelangt, dass die Zuständigkeit bei uns liegt. Und deswegen haben wir auch einen Vorschlag unterstützt, den übrigens 26 andere Mitgliedstaaten damals auch unterstützt haben, eine Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik, die vor allem für kleinere Betriebe bis 10 Hektar eine Entlastung bringt. Also da waren wir überzeugt und wir waren nicht der Minderheit, wir waren da Teil der großen Mehrheit. Nur Deutschland hat sich enthalten, alle anderen haben zugestimmt. Das ist ja genau das Ziel, das wir immer anstreben. Selbstversorgung für Österreich sicherstellen. Das geht natürlich nicht in allen Bereichen. Wir haben aufgrund der Topografie und der Flächen sehr viel Grünland, gewisse Voraussetzungen, die uns begünstigen in der Milch- und Fleischproduktion. Ja, in anderen Bereichen ist es schwieriger, Obst und Gemüse, aber da wollen wir besser sein. Aber die wichtige Botschaft ist die, Österreich muss einen Beitrag leisten zur Versorgung Österreichs und Europa muss einen Beitrag leisten zur Versorgung der Welt. Und wir müssen auch andere Länder unterstützen, damit sie sich selber besser versorgen können. Ein Beispiel, ich war mit dem Bundeskanzler in Afrika.
Da geht es um strategische Partnerschaften, um Unterstützung der Länder vor Ort, damit sie ihre eigene Bevölkerung als besser versorgen können. Also man braucht ja immer den Blick über die Grenzen hinaus und man muss die eigene Verantwortung in Österreich im eigenen Land auch selber wahrnehmen.